Hier ist das gute Ding. Die Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Inneres und Heimat. Es geht um die Gesetzesnovelle zum deutschen Waffenrecht. Drittes Änderungsgesetz zum Waffenrecht. Oder wie dieses Drecksding sich auch nennen mag. Das ist ein roundabout 45 Seiten langes Dokument, Pamphlet, mit lauter Schrott. Ihr seht, ich habe heute busy recherchiert, das heißt, ich habe mir ein paar Markierungen da reingemacht. Ich werde euch die gröbsten, wichtigsten Punkte hier drin erläutern. Es wird hundertprozentig nicht alles von mir erwähnt werden und erwähnt werden können. Ich gebe euch jetzt einfach nur einen kurzen Überblick dessen, was jetzt in dieser Empfehlung drin steht, was heute und morgen im Bundestag und in den Plenarsitzungen diskutiert wird. Ich sage auch gleich vorneweg, ich gebe euch den Link unten in die Videodescription. Wenn einer fragt, der Link ist hier unten in der Videodescription, diese kleine Box unter dem Film. Hoffentlich versteht es jetzt jeder, dass nicht der Nächste gleich wieder fragt, kannst du mal den Link setzen. Entschuldigung, wenn ich das so plump sagen muss, aber ich bin genervt allein schon. Deswegen, da habe ich auf diesen Kindergartenkram keinen Bock. Das Ding ist roundabout 45 Seiten lang. 15 Seiten davon sind die tatsächlichen Anpassungen, Änderungen. Der Rest sind lauter Anfragen, Beschlüsse, Empfehlungen, keine Ahnung, von den diversen Politikern, Parteien und so weiter. Die habe ich mir in der Tat nicht angetan, weil sonst hätte ich wahrscheinlich heute mein gesamtes Mittagessen rausgekotzt. Ja, und mein Frühstück dazu und das von den letzten 3 Tagen. Also, ich sage euch vorneweg, außer dass es in der Video-Description verlinkt wird, es ist nicht leicht zu lesen, weil hier auch teilweise viele Querverweise vorhanden sind, hin und her. Es ist ein Drecksplan-Plan, ich verstehe nicht, wie man sowas überhaupt veröffentlichen kann und das auch noch in die Öffentlichkeit, wo die meisten Menschen gar keine Juristen sind oder Verwaltungsangestellten, Verwaltungsrechtler, wie auch immer. Ja, also es ist wirklich eine bodenlose Frechheit, aber lange Rede, kurzer Sinn, wir legen mal direkt los. Blatt Nummer 1 kann weg, das ist so das Vorgebrabbel. Okay, also Punkt Nummer 1, Überprüfung des fortlaufenden Bedürfnisses. Hier haben wir in der Tat aus meiner persönlichen Sicht durchaus eine Verbesserung im Waffengesetz. Es wird tatsächlich mal etwas definiert, was nämlich auch dieses unsägliche Urteil Kreis Offenbach nämlich für null und nichtig erklärt. Yes! Strike! Also, es ist so, das, was hier empfohlen wird, wie gesagt, das sind Empfehlungen. Das heißt nicht, dass es so durchkommt. Es muss noch durch den Bundesrat gehen, es muss alles diskutiert werden. Deutschland halt. Bürokratie. Also, es sieht so aus, es wird gesagt, für den Nachweis des fortlaufenden Bedürfnisses. Wir sprechen nicht über den Erwerb einer Waffe, sondern ihr habt Waffen und ihr bekommt von der Behörde die Aufforderung, euer Bedürfnis nachzuweisen. Wird jetzt gesagt, entweder einmal im Quartal oder 6-mal im Jahr. Nicht 12-18er Regel jede Waffe, nein, einmal im Quartal beziehungsweise 6-mal im Jahr, wenn man es nicht in jedem Quartal auf den Stand schafft. Besitzt man nun Lang- und Kurzwaffen, dann wird diese Regelung pro Waffenart angewendet. Das heißt, ich muss nicht je Waffe, die eingetragen ist, sondern nur die Waffenart. Kurzwaffe, Langwaffe. Das heißt, ich muss 4-mal beziehungsweise 6-mal mit einer Kurzwaffe geschossen haben. Und wir sprechen über werbscheinpflichtige Waffen. Und 4/6-mal mit einer Langwaffe. Die Überprüfung soll alle 5 Jahre erfolgen, nach 10 Jahren ab 1. WBK mit Eintragung. Dann reicht eine Bescheinigung über die Mitgliedschaft in einem Verein vom Verein. Das ist also in dem Moment tatsächlich eine relativ gute Lösung, die uns durchaus in die eigenen Hände spielt. Finde ich eine positive Sache. Das ist auch so ein bisschen das, was Seehofer in dieser aktuellen Fragestunde erzählt hat. So, das nächste ist, das war klar, dass es kommt, da muss man nicht zu viel dazu sagen, das wandert auch gleich in den Müll. Regelabfrage mit Verfassungsschutzschleife. Das war klar, dass das kommt, da werden die nicht davon abrücken, dazu ja, muss man nichts sagen. So, wie gesagt, also, wir haben das Thema der Überprüfung des fortlaufenden Bedürfnisses. Wir haben das Thema Zuverlässigkeitsüberprüfung, die Schleife über den Verfassungsschutz. Dort wurde jetzt auch gesagt, dass
allein schon die Überwachung einer Institution reicht, sie muss noch nicht mal verboten sein. Es reicht aus, dass eine Gruppierung vom Verfassungsschutz, vom Verfassungsschutz beobachtet wird, um Mitgliedern dieser Gruppierung die waffenrechtliche Erlaubnisse zu versagen. Das ist ein starkes Stück und das ist, ich sag mal, verfassungsmäßig finde ich das durchaus auch fragwürdig und da bin ich tatsächlich der Meinung, hier sollten alleine schon die Interessensgemeinschaften, die Verbände über eine Verfassungsklage nachdenken. Muss man ganz ehrlich sagen, weil das ist eine bodenlose Frechheit, das ist tatsächlich ein Generalverdacht. Was gar nicht auf dem Schirm war, das haben wir tatsächlich diesen BDK-Menschen von der Sachverständigensitzung zu verdanken, der ihr auf diesen Jäger aufmerksam gemacht hat, und das war wahrscheinlich auf Zuruf, bestellt, ja, so bestellt, so geliefert, über diesen Jäger, der 500 Waffen in seinem Bestand hatte, dass jetzt eine Deckelung auf der gelben WBK eingeführt werden soll. Das heißt, die WBK wird auf 10 Waffen gedeckelt. Alles, was über die 10 Waffen hinausgeht, nur noch mit Bedürfnisbescheinigung des Verbandes. Ja, lächerlich. Aber sei es drum. Magazinverbot ist ebenfalls. Hier ist Stichtag, wie es geheißen hat, irgendwann der Juli 2017. Das heißt, ab Inkrafttreten der EU-Feuerwaffenrichtlinie, wer davor ein Magazin größerer Kapazität, also größer 20 Schuss Kurzwaffe, 10 Schuss Langwaffe erworben hat und das auch nachweisen kann, kann den Besitz über Besitzstandswahrung bei der Waffenbehörde anzeigen. Alles, was danach gekauft wurde, ist illegal. Plump gesagt. So, dann haben sie vorgeschlagen, die Erweiterung der Waffenverbotszonen und zwar auch ohne, dass da ein Brennpunkt sein muss. Die können jetzt quasi, die haben Freibrief gekriegt, wo sie Bock haben, eine Waffenverbotszone einzurichten. Und für den Fall der Fälle, dass sie das gestern Abend gesehen haben, und da ist mir fast das linke, das rechte Ei geplatzt und mir fast noch ein Penisbruch erlitten dabei. Gestern Abend auf Stern TV lief eine Reportage, Kontrollen in den Waffenverbotszonen. Ich glaube, in Hamburg war das. Hamburg oder Berlin, eins von beiden. Ich weiß nicht mehr 100%, weil ich habe immer weggeschaltet, weil ich bin fast geplatzt. Das hat nichts mit einer Kontrolle zu tun, sondern die Polizei ist da mit einem Großaufgebot in die S-Bahn rein, in die S-Bahn-Station und hat die Leute kontrolliert, indem sie einen Adler an der Wand gemacht haben. Das waren regelrechte Durchsuchungen. Und sorry, also das ist schon Polizeistaat. Also da sage ich mal, herzlichen Dank, Hessen. Ihr habt diesen Scheiß verzappt. Danke. Und in dem Bundesland wohnt man auch noch, ey. Unglaublich. Was ich noch nicht gefunden habe, was aber immer wieder gesagt wurde, ich habe es einfach noch nicht gelesen, weil das ist ja alles so ein Scheiß zum Lesen, sage ich euch gleich, lest es bitte auch selber, ja. Genau, hier ist es. Und zwar sind sie von dem Thema bei den festen Magazinen, also Röhrenmagazine zum Beispiel, bei der Selbstladeflinte etc., sind sie weg von dieser kleinstmöglichen Kaliberformulierung. Sondern sie sind jetzt hingegangen und haben und möchten bestimmungsgemäß verwendbaren Kalibers eingesetzt bekommen. Das heißt, hast du eine Selbstladeflinte, die ist im Kaliber 12,76, dann ist 12,76 das maßgebliche Kaliber und nicht eine 12,63,5 oder wie auch immer, sondern 12,76, weil das ist das Kaliber, wofür diese Waffe tatsächlich bestimmt ist und produziert wurde. Dass ich zwar kleinere Kaliber laden kann, ist ein nice to have, aber es geht um dieses Kaliber 12,76 in dem Moment. Hätte ich einen Kamin, ich würde diesen Scheiß verbrennen. Ich sag mal, wie gesagt, auf der einen Seite dieses Thema Überprüfen des fortlaufenden Bedürfnisses ist für uns da tatsächlich eine Verbesserung in meinen Augen. Der Rest, ich sag mal, das ist ein massiver Eingriff in die Autonomie des Sportes. Zielt auch nicht darauf ab, irgendwelchen Terrorismus oder wie auch immer zu bekämpfen, was immer gerne vorgeschoben wird, sondern es zielt tatsächlich einzig und allein darauf ab, den legalen Waffenbesitz einzuschränken, den Sportschützen einen reinzudübeln. Ja, das ist Stand der Dinge. Ich bin not amused. Ich denke, das merkt ihr auch durch diese kleinen Einwürfe, die ich da gemacht habe, die ich auch bewusst nicht rausschneide. Ist eine ziemliche Scheiße. Ich sage aber auch gleich vorneweg, und da werde ich jetzt auch wieder Schläge dafür kriegen, ich weiß. Keine dieser Änderungen stand jetzt, wenn das so tatsächlich durchgeht, ist tatsächlich etwas, was unseren Sport massivst einschränkt. Weil wir würden ein bisschen bürokratischer machen.
Aber es ist nicht so, dass wir jetzt hier reihenweise die Waffen verkaufen müssen, weil wir irgendwie dieses Bedürfnis dem wollen. Das wäre für mich tatsächlich ein Grund gewesen, den Sport an den Nagel zu hängen. Das sage ich ganz ehrlich, weil ich finde das eine bodenlose Frechheit, was der Kreis Offenbach gemacht hat. Das hat auch nichts mehr mit Rechtsstaat zu tun. Das ist einfach nur noch, ja. Für mich hat das alles nur noch damit zu tun, nehmt den Leuten die Waffen weg, weil wir wollen euch was Böses. Das hat nichts mehr mit innere Sicherheit oder wie auch immer zu tun, weil man schützt oder verbessert die innere Sicherheit nicht damit, indem ich zigfach überprüfte Menschen, die nichts tun und behördlich nachweislich null oder so gut wie keine Deliktrelevanz vorweisen, dass man die ständig und immer und immer und immer wieder mal so richtig derb in den Arsch poppt. Und das ist das, was nämlich passiert. Man poppt uns Jahr für Jahr in den Arsch. Anders, da kann ich es echt nicht sagen. Macht euch selber eure Gedanken. Wie gesagt, in der Box unter dem Videobild ist so eine Video-Description. Da findet ihr den Link zu diesem Dokument und lest es bitte. Erwartet nicht, dass alle euch die Fragen beantwortet werden. Lest es bitte. Versucht es zu verstehen. Ich musste das genauso tun wie alle anderen, die es gelesen haben, auch. Wir müssen gucken, dass wir das irgendwie kapieren. Ich kapiere es noch nicht zu 100%. Was dabei rauskommt, werden wir tatsächlich sehen. In diesem Sinn, macht's gut.